Rund 250 Teilnehmer und noch viel mehr Zuschauer sorgen beim 18. Grafenzer Rad- und Laufsporttag für tolle Stimmung auf und neben der Strecke. Helmut Stubauer vom Organisationskomitee freut sich auf eine großartige Veranstaltung. Ja, traditionell zum 18. Grafenzer Laufsporttag gibt es vorher auch den Wiki Sparkassen Kinderlauf Cup. Es ist heuer der 4. Lauf von dieser erfolgreichen Kinderlaufserie und auch diesmal freuen wir uns, dass an die 150 Kinder heute teilnehmen. Bereits die 4. Station von Wiki Sparkassen Kinderlauf Cup. Heute sind wir in Grafenz bei herrlichem Wetter. Traumhaft für Sportler, Ambiente, alles passt da, die Stimmung ist bombig, also man muss freut, dass das halt so eine super Veranstaltung ist. WSG Grafenz hat das wieder toll organisiert. Yeah.
Bei den älteren Teilnehmerinnen führt kein Weg an der Lokalmatadorin Marlene Stubauer vorbei. Marlene gewinnt überlegen vor Corinna Dreier. Bei den Burschen kommt es zu einem spannenden Zweikampf zwischen Florian Rosinger und Oliver Gabriel Ramskogler. Ich bin ein bisschen schnell weggerannt, dann habe ich einen von Kleiner geholt und da habe ich eh recht gut mitgenommen. Und dann bin ich halt bis zur Ende der zweiten Runde mit einem mitgenommen und in der dritten Runde ist mir dann nicht vorgerannt. Ja, in Oliver Gabriel Ramskogler, der hat das ein wenig ausgenutzt, dass der reingegangen ist. Im Zusprint habe ich ihn dann, habe ich mich noch aussetzen können. Höhepunkt des Tages ist der Radbewerb und die Läufe auf den Hausberg der Gaflenzer, den Hellingstein. Der Sieg bei den Radfahrern geht an den Frühjahrssieger Marco Stockner. Er braucht für die 340 Höhenmeter auf 8,2 Kilometer 19 Minuten und 39 Sekunden. Das hat ganz gut gepasst. Die Herausforderung war auf alle Fälle heute der Wind. Der war relativ stark. Aber es hat dann gut gezeigt, dass wir dann miteinander aufgefahren sind. Da hat man sich recht gut an den Wind entgegenstellen können. Das hat recht gut gepasst. Reihenverlauf war so, von unten her, ich sehe wie immer selektiv, das heißt, die Flachen rein bis rauf zum letzten Bauernhaus war sehr anstrengend. Aber dann am Bergweg, da haben wir sich nachher absetzen können und hat dann das Feld sehr gut aufgeteilt. Der Lauf auf den Heiligenstein bringt einen Doppelsieg für Gaflenzer Läufer. Der Favorit Thomas Teufel kann sich gegen Wolfgang Steindler durchsetzen. Ich bin 90% gelaufen, ich bin gleich von Anfang an abgesetzt und von daher war es für mich sehr ein chilliger, gemütlicher Lauf, muss ich sagen, und bin nicht ganz am Limit gewesen. Den Damensieg holt sich Julia Mühlbacher. Der Berg an sich, sondern auch der Wind. Also es waren ziemlich arge Windverhältnisse. Einmal von der Seite, einmal von vorne, einmal von hinten. Und ja, die letzten zwei Kilometer auf sind nicht immer das Schwierige, aber das hat schon passt. Ein Sieger ist jeder, der den Heiligen Stein bezwingt, auch wenn man den Weg dorthin verschläft. Die
Die Athleten und Athletinnen sind allesamt begeistert von dieser Veranstaltung der WSG Gavlenz. Super Lauf, muss ich sagen. Ich wohne da in Gavlenz, also von daher taugt es mir voll, da rauflaufen. Ich trainiere sehr häufig darauf. Die Herausforderung war, dass ich erst einmal nach 3 Jahren wieder gestartet bin, war jetzt verletzt. Es ist einfach ein wunderschöner Lauf, muss ich sagen. Also ich finde es da immer voll nett. Ich bin mit Gavlenz auch durch Verwandtschaft und durch Familie verbunden. Und deswegen ist bei mir, ich wohne nicht weit weg von da. Finde es immer recht nett, dass ich da herkommen kann. Und sie haben es immer recht nett gemacht und auch mit dem Festl dazu. Also muss schon sagen, war eine nette Veranstaltung wieder. Wie jedes Jahr. Letzten 2 Mal, wie ich schon da war, war perfekt organisiert. Von Beginn an bis zum Schluss. Die Köstigung ist 1A, die Musik, und perfekt, kann man nur so weiterempfehlen. Natürlich ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Gavlenz, Günter Kellenreitner, stolz auf die Aktivitäten der Wintersportgruppe. Wintersportgruppe steht einfach für Qualität bei der Organisation, weit über die Region hin bekannt. Dann von der Teilnehmerzahl alleine 60 Kinder von der WSG, wo Gavlenzer 60 Kinder mitgekriegt sind, und so viele Mitarbeiter. Ich bedanke mich recht herzlich bei der WSG mit allen ihren Funktionären an der Spitze, mit Helle Stubauer und mit Werner Harreiter. Einen hohen Stellenwert hat diese Veranstaltung auch für die Region als Ganzes, um den Tourismus zu stärken. Für die Region ist es sehr, sehr wichtig. Wir kämpfen gerade jetzt für die Region Forsteralm. Das ist eine ganz eine wichtige Sache. Das ist auch in den nächsten Wochen entscheidend. Dieser Lauf- und Radsporttag ist eine fixe Veranstaltung in Gavlenz und wird weit über die Grenze von Gavlenz hin geschätzt und gelobt. Für Vizebürgermeister Andreas Kaltenbrunner hat diese Veranstaltung auch einen wichtigen gesundheitlichen Aspekt. Die Kinder haben eine Freude an der Bewegung und wir wissen, das ist total wichtig, und heutzutage viele sitzen im Beruf. Umso wichtiger ist, dass man schon von klein auf lernt, dass Bewegung wichtig ist, und von dem Aspekt her kann man das nur begrüßen, dass man so einen Verein hat, der was da massiv dahinter ist und schaut, dass die Kinder sich bewegen, dass sie Freude haben an der Bewegung, am Sport haben, und da kann man der Wintersportgruppe nur gratulieren. Auch heuer wieder, dass so perfekt gelungen ist, diese Veranstaltung auszurichten. Der Obmann der Wintersportgruppe Gavlenz, Werner Harreiter, zieht eine äußerst positive Bilanz. Eine tolle Veranstaltung ist eingegangen. Haben wir gehabt, dass wir nicht so viele Teilnehmer zusammenbringen, aber letzten Endes war dann überraschend wieder trotzdem sehr, sehr gute Besuch und Teilnahme, vor allem bei den Kindern schon mal ganz, ganz stark. Und vor allem vom Wetter her auch haben wir Glück gehabt. Und natürlich funktioniert eine derartig erfolgreiche Veranstaltung nur mit einem zusammengespielten Team. So ein Team, ich glaube, ich kann gar keine Namen aufzählen jetzt. Nur miteinander geht es, und sonst kann man das nicht zustande bringen. Wir haben heute 3 Veranstaltungen sicher über die Bühne gebracht, und ich glaube, ein bisschen geht es jetzt noch weiter. Und ich muss allen gratulieren, den Siegern und vor allem unseren Helfern, die uns da mitgeholfen haben, dass die Veranstaltung wieder so gelungen ist. Und ohne Sponsoren läuft nichts mehr. Wir wissen auch schon großteils, was bei uns da passiert und Geschichte in unserer Gruppe. Und dadurch können wir auch ganz gute Sponsoren suchen und die immer uns unterstützen und sehr, sehr helfen. Danke nochmal für das. Mit der Siegerehrung geht eine Premium-Veranstaltung zu Ende und man darf sich auf die kommenden Events der WSG Gavlenz freuen.